Wäre Dennis Katzer ohne sein Bimobil? Du fährst schon ewig Bimobil, Dennis, oder? Nein, nicht ewig, seit 3 Jahren jetzt. Ja, ist das Bimobil in unser Leben gekommen und hat wirklich unser Leben auch verändert. Ja, also wir waren ja viel unterwegs mit den Pferden, Kamelen, Elefanten, Motorrad, also mit dem Esel, mit zu Fuß. Und irgendwann, wir kamen von der Mongolei übrigens zurück und haben die Mongolei mit Pferden durchquert, 3000 Kilometer, und haben bei den letzten Rentiernomaden überwintert bei minus 50 Grad. Und wie wir zurückkamen, war es so, dass, also wir hatten einen Mercedes Sprinter, um unsere Showtechnik, Vortragstechnik durch Deutschland zu schippern für die Vorträge. Und plötzlich war die Abgasnorm, durften wir nicht mehr in die Innenstädte reinfahren. Und dann brauchten wir ein anderes Fahrzeug. Und so sind wir dann letztendlich hier gelandet und wollten eigentlich bloß mal gucken und sind bei Bimobil gelandet und haben uns sofort in diesem Verstand vor diesem Auto und denken, wow, das wäre es eigentlich, ja. Und ist eine große Nummer, muss ich sagen, so ein Fahrzeug. Also ist preislich, oder wie meinst du? Preislich groß, ist in allen Bereichen groß. Ja, wenn du vor einem Sprinter umsteigst, ist es schon mal ein Brett. Und dann sind wir, also wir haben eigentlich uns 5 Minuten gebraucht und gesagt, das wär's. Ja? Und damit wollten wir unsere E-Bikes nach Thailand fahren, weil wir mit dem Fahrrad von Deutschland bis nach Thailand gefahren sind. Ein Teil unserer Ausrüstung in Thailand ist. Und die Idee war, weil du Akkus nicht fliegen kannst, fahren wir die Akkus mit einem Fahrzeug nach Thailand. War Tanjas Idee. Also das fand ich schon mal toll, weil meistens habe ich die coolen Ideen und plötzlich hatte sie die Idee und ich konnte nicht mehr schlafen. Naja, und so ist das Auto dann ins Leben gekommen und dann auch in dem Expeditionsbereich, weil es ist nicht Quatsch, so ein Auto zu haben, um nur Ausrüstung hin und her zu fahren. Ja, und jetzt ich darf dich mal ganz kurz unterbrechen. Klar. Ich weiß, wer das ist, aber beschreib mal den Leuten, wer das ist. Ja, das ist also kein Wikinger, sondern es ist ein stilierter Kannibalenkopf. Und so, man sieht hier zum Beispiel, das sind Ebernzähne, also von einem Schwein. Und die haben die durchs Nasenzeptum gemacht. Und ich hatte mal 1989 einen Erstkontakt zu einem Kannibalenstamm in Westneuguinea, also eine Expedition. Und da hat ein Freund von uns das Bild habe ich geschossen und er hat einfach das Bild stilisiert. Und ich kenne das Bild. Du kennst es, ne? Ach genau, ich habe es dir mal geschickt. Ja, und er hat das Logo draus gemacht und das haben wir halt jetzt, das Logo. Du warst unter Kannibalen, so muss man sagen. Also Kannibalen heißt aber nicht, dass die sich jetzt gegenseitig essen, um sich, ich sag mal, satt zu machen, sondern die essen ihre Feinde. Das ist ein ritueller Kannibalismus. Das bedeutet, im Regelfall ritueller Kannibalismus. Das bedeutet, dass die Kannibalen, wenn die einen Krieg hatten, und die haben immer Krieg, ja, und wenn die Möglichkeit hatten, in diesem Feindesgetümmel einen Feind zu sich herüberzuziehen, dann haben die den gegessen und haben die in einen Erdofen reingepackt, ja, also in Bananenblätter eingewickelt, mit ganz heiße Steine draufgelegt, Erde drauf gemacht. Und dann ist der gegart gewesen. Slow Cooking. Slow Cooking zum Beispiel. Und dann haben die den gegessen und haben dann immer rübergerufen zu den Feinden, hey, wir haben euren Mengele, vielleicht hat er so geheißen, Mengele gegessen. Das war das Schlimmste, was einem Krieger passieren konnte und dem Feind passieren konnte. Und so waren die immer in Revanche, also immer haben sich gegenseitig über Jahrhunderte bekriegt. Es gab ja früher immer Kriege, auch ich sag mal Mitteleuropa. Warum haben sich die Leute permanent bekriegt? Ich meine, tun sie ja heute auch noch, aber nicht mehr so viel wie früher. Was soll ich dazu sagen? Ich meine, die... Mitten im Urwald bekriegen sich zwei Völker, weil die könnten ja auch, ich sag mal... Gute Frage. Der hat vielleicht eine Botschaft bei dem anderen, sind vielleicht Sprachen anders, es gab ja tausende von Sprachen. Ja. Ich nehme an, der eine hat mit dem anderen, die Sprache war anders. Natürlich waren die Stämme, in Neuguinea, Westneuguinea, haben die viele, viele verschiedene Sprachen und viele verschiedene Völker. Und da ging es dann teilweise um die Frauen, um Frauenraub, ja. Und daraus sind dann Kriege entstanden. Bei den Yanomami-Indianern, Venezuela zum Beispiel, ist es so, dass wenn ein Dorf größer geworden ist als 250 Mitglieder, dann haben die sich aufgeteilt. Und irgendwann wurden die dann Feinde und haben dann gegeneinander gekämpft. So, der eine war vielleicht der Feind von dem anderen, da haben die gesagt, okay, wir übernehmen das jetzt. Wir gehen zusammen, also zwei Dörfer gehen zusammen, wir kämpfen das andere Dorf. Und das waren oftmals wegen Frauen und wegen solchen Geschichten oder vielleicht Felderdiebstahls, wo man was geraubt hat. Von im Prinzip wie heute, ist nichts anderes. Ich habe ja viele Urvölker besucht und das war das größte Ding in meinem Leben. Weil ich sie als heilig empfunden hatte, ja, und habe festgestellt, dass Urvölker nicht heilig sind, sondern genauso Menschen sind wie du und ich und die genau also Aggression haben oder Hass oder was auch immer.
Und das also, die sind nicht friedlich und haben eine ganz andere Kultur, es ist bloß anders. Es ist nicht, genau, es ist bloß anders. Also viel kriegerischer, als ich mir das dachte. Die haben immer Krieg gehabt. Ja, und dann kam ihnen halt die Missionierung rein und dadurch wurde der Krieg weniger, aber die Missionierung hat den Menschen letztendlich auch das Leben gekostet, zum Großteil. Also wenn man ja heute guckt im Internet, wie die sich gegenseitig anhaten, das ist also steckt tief in uns drin, oder? Ist geübt. Über tausende von Jahren. Ich weiß nicht, warum der Mensch so tickt. Das habe ich bis heute noch nicht rausgefunden, nach 31 Reisejahren, also professionellen Reisejahren, warum der Mensch nicht friedlich miteinander leben kann. Aber vielleicht als Antwort, ja, schau doch mal, wie viel Ehen sich scheiden lassen, 50% oder so, weil der Mensch miteinander nicht auskommt. Ja. Und dann wird plötzlich aus einer Beziehung vielleicht sogar Hass, ja, weil der eine den anderen betrügt. Daraus geht es ja immer. Also das ist eine lange, ich glaube, da wären wir in einer langen Diskussion. So, was ist da drunter? Das Ganze ist martialisch, sage ich jetzt mal. Ich weiß, diese Schrauben müssten alle nicht sein, aber sie sehen für Feinde, wenn wir schon mal beim Thema sind, schon mal böse aus. Und du hast richtige Riegel hier drin, die das ganze Fach hier verschließen. Ja, also im Augenblick haben wir hier unsere Bücher drin, weil wir hier auf der Messe jetzt noch sind. Und ich habe einen mega, mega Raum. Ich habe eigentlich 4 Stöcke bei dem Fahrzeug. Ich habe hier unten einmal die Serviceklappen. Ja, da passt. Achso, da ist auch noch was drin. Ja, ja, klar, da ist auch noch was drin. Den Schlüssel habe ich jetzt drin, aber soll ich ihn holen? Nee, ist okay. Also Serviceklappen, da kannst du dein Werkzeug reintun, da kannst du Dinge reintun, die auch feucht werden können, weil da drin ist also, das ist nicht wasserdicht, nicht 100% wasserdicht, da ist auch ein Ablauf drin. Also Schlauch und Wasserschlauch und was auch alles brauchst, in die Serviceklappen. So, du hast einen 3000er Büttner, den kenne ich, der kann bis zu 5 Kilowatt Peak. Das ist also, wer sich auskennt, du kannst also Verbraucher dranhängen, nicht nur einen föhnen, sondern auch zwei. Oder du kannst drei. Sogar drei kannst du dranhängen kurzzeitig. Du hast Lithium an Bord? Ja. Wir haben Lithium an Bord und das ist also, musst du dir vorstellen, das ist ein Auto wie zu Hause. Schau dir mal den Sicherungskasten hier an, das ist also genau wie zu Hause. Das ist eigentlich eine Powermaschine. Hier hast du genau die gleiche Stromversorgung. Ist ein Haus. Ist ein Haus, ein fahrendes Haus. Hier habe ich also noch für die Luft, für die Reifen. Ja? Eine Luftdruckregelanlage. Das heißt, du kannst den Luftdruck absenken. Ich kann nicht absenken, ich kann ihn befüllen. Luftdruck absenken muss ich manuell machen. Absenken manuell, du kannst aber wieder Luft reinbringen. Ja? Generator. Das wollte ich sagen, Generator, genau. Hm. Ja, also das haben wir da drin, aber nicht so, dass wir automatisch jetzt alle 4 Reifen aufpumpen oder ablassen. Es geht ja darum, der Trick ist ja, wenn dich mal fest, also bevor du dich festfährst, ja, ist der alte Trick, Allrad natürlich klar, aber Luft ablassen, weil sich die Auflagefläche massiv vergrößert. So schaut's aus, genau. Also im Sand, das hatten wir auch schon, dass wir dann also von den Reifen Luft ablassen, um halt mehr Grip zu haben, größere Auflagefläche zu haben. So, komm, wir gehen mal rein. Ja. Das ist ein tolles Fahrzeug. Es ist sehr kurz, es ist extrem geländegängig. Man muss sagen, es gibt noch geländegängigere. Du hattest vorher eins, das war kürzer. Das war das EX412, jetzt haben wir den EX420, aber mit einem langen Radstand und nochmal extra irgendwie, glaube ich, 40 oder 30 cm länger, das Ganze. Sag mal, du zeigst zufällig dahin, jetzt filme ich gerade eure ganzen YouTube-Adressen mit allen drum und dran. Ja. Das ist ein wichtiges Thema, ist natürlich Finanzierung, Sponsoren, die helfen dir unglaublich. Du hast unglaublich viele Sponsoren. Sollen wir die mal kurz einblenden, dass wir die mal zeigen? Sind die noch draußen? Hast du schon eingerollt? Ja, können wir mal gucken. Ja. Nee, ist noch da. Noch da, also weil die haben es wirklich verdient, mal gezeigt zu werden. Da geht es nicht um Werbung, sondern die machen das aus freien Stücken. Das sind alle Sponsoren von dir, supported by. Da müsste ich eigentlich auch noch mit drauf, obwohl ich kein Geld bezahle. Nee, ist ja wichtig, dass man sich kennt. Ich habe dich kennengelernt als sehr netten, liebenswürdigen, tollen Typen. Ich danke dir. Obwohl du in einer Spezialeinheit warst, ja. Und da wollen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen. Guckt euch die anderen Videos an. Aber ich sag mal, dass so viele Menschen dir vertrauen, das zeigt doch, dass du, ich sag mal, wirklich die Welt bereisen willst und eigentlich, wenn du mal ablebst, was wahrscheinlich demnächst der Fall sein wird, ja. Mach mich nicht schwach, du. Nein, im Vergleich zur Menschengeschichte, sage ich so, jetzt mal, zur Zeit. Dann werden zumindest mal deine Bücher werden übrig bleiben, deine Erinnerungen werden da sein. Vielleicht. Das wird alles da sein. Was ist dein Ziel? Was soll später auf deinem Grabstein stehen? Tja, was soll auf dem Grabstein stehen? Das ist eine gute Frage, die habe ich schon ein paar Mal gehört. Ich sag's dir, es ist Karawane durchs Outback wird draufstehen. Oder es könnte draufstehen, so weit der Akku reicht, könnte draufstehen. Ja, genau. Ich würde sagen, er hat gelebt, ja.
Also das oder Norwegen aufgeladen zum Nordkap könnte draufstehen. Das ist ein Buch. Ja. Wilde Freiheit, das klingt fast wie ein Porno, sag ich jetzt mal Teil 2. Aber nein, du hattest wirklich mehr Aufregung wie in jedem Horrorfilm, oder? Naja, also sagen wir so, es geht immer die 1%-Regel. Du hast 99% geht's gut und 1% geht schief. Also wir wurden schon beschossen zum Beispiel oder natürlich wurden wir auch mal bestohlen. Wir wurden von Wegelagern überfallen. Also Wegelager, was ist das? Wegelager, naja, das sind einfach, das sind Jungs, die dich überfallen, die am Weg warten und du kommst vorbei wie früher und plötzlich nehmen die alles von dir, absolut alles. Das bist du? Das bin ich, ja, bei dem Erstkontakt zu den Yanomami-Indianern in Venezuela war das. Ja, also ich habe 25 Bücher geschrieben und viele, viele, viele Filme gemacht fürs Fernsehen und wir hatten eine eigene TV-Serie und es ändert sich halt die ganze Zeit. Ja, jetzt ist es halt viel Social Media und das ist ein Teil von unserem Leben, also wie wir unser Leben finanzieren, weil wir sind Botschafter von Mutter Erde. Das heißt also, wir reisen stellvertretend für Menschen, die nicht reisen können, aus welchen Gründen auch immer, oder nicht reisen wollen. Und dabei berichten wir auch über die einen oder anderen Missstände, wobei unsere Bücher sind spannende Bücher, also wo wir nicht mit dem Finger auf den einen oder anderen deuten, aber eine Dokumentation vom 20. und 21. Jahrhundert von einem Paar, die auf der längsten dokumentierten Expedition der Menschheitsgeschichte sind. Ja, das war mal 30 Jahre, es sind jetzt 50 Jahre. Deine Frau hat ja ihre eigene Metamorphose mitbekommen in Bildern, so muss man es ehrlich sagen. Also von, ich sag mal, junge, hübsche Frau bis zu, ich sag mal, reife, hübsche Frau. Die Tanja ist ja mit dir mitgegangen durch dick und dünn. Ja. So was hast du ja heute nicht mehr in Beziehungen. Das heißt also, dass die Menschen so, ich sag mal, zueinander halten. Oder ganz oft, man hat es noch, aber es wird weniger. Das kann ich nicht sagen. Ja, vielleicht wird es weniger. Das Problem ist halt, wir leben in einer schnelllebigen Welt, ja. Und wir haben so ein Rezept oder, dass man sich also, wenn man sich streitet oder wenn man mal eine Diskussion hat, dass man sich immer ausspricht, ja. Also wirklich ausspricht und dass man nie böse Worte verwendet. Also das rutscht, wenn dann das mal rausrutscht, dann rutscht dann das nächste Mal viel leichter raus. Es gibt also eine gewisse Disziplin in einer Ehe, die man auch einhalten sollte. Und wenn man das schafft, dann kann man also sehr lange ganz fair miteinander leben. Ja? Und Tanja ist meine geliebte Frau, mein bester Partner. Sie ist für mich Freund und in allen Beziehungen. Also das ist eine Bindung, die ist sehr massiv und ich hoffe, dass sie bis zu unserem Lebensende hält. Davon gehe ich mal aus. Schwer. Ich auch. So schlimm ist, sie haben einige Weggefährten verloren durch Tod, zum Beispiel einen Hund. Ja, also natürlich haben wir das ein oder andere Kamel verloren. Also der quatscht uns diese Aussage dadurch. Warte mal, ganz kurz. Also zu Ende. Also wir sind sehr viel mit Kamelen gereist und dann ist mal ein Kamel krank geworden und gestorben, hat sich in giftigen Pflanzen reingebissen. Ja. Hund haben wir eigentlich Gott sei Dank alle durchgebracht. Wir haben jetzt zwei Hunde gehabt in unserem Leben, die dabei waren auf Reisen. Das war der Rufus, der hat auch 7000 Kilometer zu Fuß durch Australien mitgemacht. Der ist auf den Kamelen geritten. Wir haben den Ayachi, der seit 9 Jahren dabei ist, der schon auf der chinesischen Mauer war. Also das ist der Rufus hier? Das ist ein anderer Hund. Das ist ein Hund, der war davor. Den hatten wir auf einer Expedition dabei. Den haben wir dann aber wieder abgegeben, weil wir, also da haben wir die Mongolei durchquert mit die Wüste Gobi mit Pferden und Kamelen. Und den Hund hatten wir dann für ein paar Monate, aber den haben wir wieder abgegeben, weil wir nicht über die Grenze nehmen konnten. Okay, so, da ist was ganz Besonderes hier drunter. Ich habe es schon gesehen auf dem Video, mach mal bitte auf. Denn da ist eine Klappe drunter, da, ich sag mal, sind eure Fahrräder drin. Da sind die Fahrräder, jetzt sind bloß ein paar Kästen Bier drin und so, weil die Fahrräder draußen stehen, ja? Sind draußen, aber wir sind ja hier im Messebetrieb, da geht es gar nicht drum. Ja. Wir wollen mal zeigen, wir können es noch nicht ganz öffnen, aber nur einen kleinen Teil können wir öffnen. Das ist ein riesen Stauraum drin, wo du sowohl die Fahrräder als auch die Anhänger reinkriegst. Das ist ein Sonderbau, müssen wir auch fairerweise sagen, den gibt es nur für dich. Das ist jetzt eine außergewöhnliche Sache, weil die dich unterstützen so ein kleines bisschen. Aber dieser Sonderbau, den habe ich so oder so ähnlich auch schon gesehen beim Stefan. Ja. Da ist ein Hund drin gewesen, da war hier unten, der Käfig war drin. So, das ist der Eingang, hier kannst du reingehen. Hier kannst du reingehen, man kann gleich mal durchgucken. Das heißt, du kommst hier rein und dann können wir von innen auch an die Fahrräder ran. Ja, das ist also eine wunderbare Geschichte, weil wir hier unsere Bikes, hier sind die Schienen für die Bikes. Und dann schau, da sind die Schienen drunter, da kommen die also da drauf.
und dann werden die verzurrt. Also wir haben hier zwei schwere E-Bikes drin stehen und einen Lastenanhänger und den Hundeanhänger, den haben wir einfach hier in der, im Keller, würde ich sagen. So, du isst Wildschweine? Wenig. So, ich zeig's mal gerade, hier sind die Pfeile dafür. Oder ist ach so. Das ja, ich Asterix bin, Nobelix? Nee, ich mache intuitives Bogenschießen unter anderem. Was auch immer es ist. Wir werden es gleich mal zeigen. Das Ganze ist in Holz gebaut, sehr natürlich, mit allem drum und dran. Es ist für die Ewigkeit entwickelt. Das letzte Bimobil hättet ihr auch noch viel weiterfahren können, aber das Problem war, ihr habt die E-Bikes nicht reinbekommen, gell? Also, nicht gut. Na, wir hatten die E-Bikes hinten in einem Koffer drin, in einem extra Koffer. Das war auch alles gut gemacht. Muss aber dazu sagen, dass wir natürlich zwei Fahrräder fahren, einen Anhänger also und einen Hänger für den Hund, also einen Hundeanhänger, plus die ganze Kameraausrüstung, Stativ, Laptops und so weiter. Und ich hatte nichts mehr reingekommen. Das war eine ewige Schlichterei. Und es war für uns eigentlich... Also Tetris die ganze Zeit. Du musstest dann gucken, wo da hast du Platz. Und das war letztendlich für uns ständig viel Arbeit. Ja. Das Auto ist ja nur 40 cm größer. Also das macht aber so viel aus. Wenn es anderer Grundriss, ne? Das ist ein anderer Grundriss und wir haben ja dann hinten nicht mehr den Koffer, sondern das Ganze als die komplette Kabine. Und jetzt ist er... der ist jetzt ungefähr so 7 Meter lang, 7,30 Meter glaube ich ist er lang, also ist es schon mal eine Ansage, 3,65 Meter hoch, aber wir kommen da immer noch durch die Tunnels durch und dadurch, dass wir es in Anführungsstrichen nur 7 Tonnen wiegen, haben wir die Möglichkeit auch in Europa in die Städte reinzukommen. Gut, ihr seid unter 7,5 Tonnen, das ist glaube ich ein ganz wichtiges Thema. Ja, jetzt kommen wir mal hin, wir haben ein Heckbad, stimmt das? Ja, ein Heckbad. Du hast hier vorne hast du ein zusätzliches Bett. Das bedeutet, ihr habt Stockbetten mit drin. Hier könnte man auch Stockbetten realisieren. Das Bett ist frei, das ist Stauraum. Das Bett, wir können haben hier zur Schiene, ja, also wenn wir jetzt noch extra Equipment haben, machen wir die Matratze raus und machen da nochmal Material rein. Also da passt unglaublich viel rein in das Fahrzeug. Das ist echt ein Platzwunder. Ein Bogen. Und zum Beispiel ein Bogen. Und das ist, wenn wir mal einen Gast haben, der kann dann hier schlafen. Ja? Mhm. Also und hier unten wohnen einfach unsere Bikes. Kann man den Vorhang schön zumachen. Bitte nochmal zeigen. Ja, also hier unten wohnen also unsere Bikes normalerweise, die jetzt da gerade draußen stehen. Und dann mache ich den Vorhang zu. Und dann ist es also auch vom Wohnklima eine wunderbare Sache. So, bitte mal das Bad zeigen. Heckbad ist natürlich toll, das steht nicht im Weg. Wir haben hier das Heckbad und diese tolle Toilette, also eine Biotoilette, wo der Urin getrennt ist von dem Feststoff, ja. Irgendwas mit Head heißt die. Ich komme jetzt nicht drauf. Ja, ich kann das sagen. Ich habe hier einen Prospekt. Ich vergesse es auch immer. Aber hier, wie heißt denn hier? Tom Tour. Also Tom Tour. Das ist von Tom Tour, genau. Tom Tour. So, ja. Liebe Tom Tour, das heißt, da wird auch der Duft der Fäkalien zwecks Trocknung der Fäkalien, das heißt, da kommt am Schluss kommt Humus raus, korrekt? Absolut, da kommt also auf jeden Fall ein Brikett rein mit Kokosnussfaser und das lässt man dann auffüllen mit heißem Wasser, mit 1,5 Liter heißem Wasser. Das wird dann so groß und... In eine Tüte, gell, kommt das rein? Nee, das kommt dann direkt rein in den Behälter. Machst da Geschäftle drauf und es ist dann nahezu geruchsneutral oder völlig geruchsneutral. Und da haben zwei Personen 2 bis 3 Wochen, kannst du da dein Geschäftle reinmachen. Und, du riechst nichts. Und du riechst nichts. Mhm. Aber den Urin musst du jeden Tag ausleeren. Das hat so 9 Liter irgendwie, leerst du halt 9. Also auf jeden Fall kann man das entsorgen, ohne Angst zu haben, dass du die Umwelt belastest, weil du keine Chemikalien hast. Und das war uns sehr wichtig. Das ist im Prinzip wie der Pferdedung oder so irgendwas, wenn du rausholst. Das wird mit Kokos gemischt, da sind Bakterien drin. Du lässt doch immer ein bisschen was drin, oder? In der Toilette. So ein kleines bisschen Rest, dass die Bakterien dazukommen oder machst du nicht? Nee. Also wenn das Ding voll ist, dann lässt es komplett aus, ja. Und machst wieder einen neuen Brikett rein, also einen neuen Kokosnussbrikett und kippst heißes Wasser drauf und dann fängt es von vorne an. Also das brauchst keine extra Bakterien dafür. So, jetzt hast du Stromanschluss hier, aber du hast auch Solar. Wir haben auch Solar oben, also wir haben drei große Panels oben, das heißt also bei Wetter wie heute komme ich da recht gut zurecht, dass also das noch lädt, außer lässt die Klimaanlage laufen, die braucht natürlich dann schon Strom. Was jetzt eine Klimaanlage? Wir hatten vorher schon eine Klimaanlage, man muss sich vorstellen, wir leben mit dem Auto dann 4 Jahre und wir arbeiten in dem Auto. Also ich schreibe hier die Bücher und... Ja, du brauchst aber Landstrom für die Klimaanlage oder geht das auch mal so? Das geht so. Geht so. Ja, weil wir einen 220 Volt Generator drin haben mit 380 Amperestunden Lithium-Ionen-Batterien oder
das sind die Lithium-Metall-Batterien. Du hast einen Hochvolt-Generator drin. Das heißt, der lädt die auch während der Fahrt. Du musst nur den Motor laufen lassen auf Standgas, dann kannst du die Klimaanlage laufen lassen. Ja, exakt. Und braucht vielleicht nur 2 Liter oder so. Man muss immer bedenken, wenn ich jetzt irgendwo stehe und ich habe eine tolle Location, vielleicht irgendwie abseits, und mir geht nach 3-4 Tagen der Strom aus, weil das Wetter nicht gut ist, dann müsste ich ja irgendwo Strom tanken gehen. Also lässt das Auto an, fährst hin, tankst Strom, musst vielleicht auf dem Campingplatz. Wir können da für einen Monat stehen bleiben, für 2 Monate, ist scheißegal. Ist ein spezieller Strom. Generator, muss man sagen, der ist sehr teuer. Der kostet, glaube ich, weit über 10.000 Euro. Aber er funktioniert hervorragend, weil der macht direkt 230 Volt mit richtig viel Strom. Also als ob du am Landstrom hängen würdest, oder? Ist genau das Gleiche. Also wir laden jetzt durchschnittlich mit 100 Amperestunden oder 120 Amperestunden. Und das ist eine feine Sache, ja. Also innerhalb von 2-3 Stunden, je nachdem, mit welcher Ladestufe man lädt, kannst du auch Powerbeladung machen. Das ist das Ding voll. Das ist ein Gastank. Wir haben einen riesen Gastank mit 120 Liter. 120 oder 110 Liter. Zum Kochen, Heizen? Wir können damit heizen, wir können damit kochen. Wenn du damit kochst, also wenn du jetzt in Länder fährst, wo du kein Gas bekommst, dann könnte ich da vielleicht 2 Jahre damit kochen oder so. Ne? Cool. Also das ist eine feine Sache. Und wir können aber auch damit heizen. Das heißt, beim jetzigen Dieselpreis heize ich mit Gas. So, ich zeig das mal gerade. Hier unten hast du mehrere redundante Heizsysteme. Du hast eine Dieselheizung, eine Gasheizung. Du kannst theoretisch mit Strom heizen. Das ist so, das ist der Name nochmal von deinem Hund? Ach hier wohnt der Ayachi. Der Ayachi liegt jetzt draußen vor der Tür. Aber das ist doch perfekt für Hunde, jetzt mal ehrlich. Der hat sein eigenes Reich. Der hat sein eigenes Reich, ja. Der lebt hier drin und fühlt sich hier wohl und ist ja auch sicher. Und der geht auch immer freiwillig da rein, ja. Also da ist lebt seine Box. Ist seine Box, ist seine Hund, sein Hundebereich, ja. Oben drüber, was hast du da? Kleiderschrank? Hier haben wir also unglaublich viel Platz für Kleider. Aber die Klimaanlage läuft gerade, gell? Die Klimaanlage läuft auch gerade. Das ist herrlich. Ja, schon, oder? Mach mal die Tür zu, bitte. Ja. Das ist so herrlich. Dann ist er ein bisschen leiser, weil das macht wahnsinnig viel aus, wenn du die Luken schließt. Das Fahrzeug ist unglaublich gut isoliert. Messebetrieb, jetzt wird abgebaut. Lass dich mal reinkommen, Tobi. Darfst du auch mal rein? Geh rein. In die Box, ey. Das ist die gleiche Anweisung wie meine Hunde. In die Box. Ist die gleiche Anweisung. Wir gehen direkt in die Box. Zeige in der Box. Ja. Ne? Ja, also da ist er jetzt in seinem Reich drin und dafür, wie gesagt, hast du gesehen, bam, drin. Ne? Der ist immer draußen mit euch, oder? Ja, der ist halt seit 9 Jahren ist er jetzt dabei. Wenn du einen Hund hast, ist er halt immer dabei, egal was du machst. Ne? Hier haben wir noch einen großen Kleiderschrank. Oben wollt man reingucken? Geht das? Was? Ja. Da oben können wir noch reingucken, klar. Ah, ich fertig. Also das ist der Kleiderschrank. Da ist auch alles drin. Man muss ja ein bisschen reduzieren. Dennis. Waschen, wie läuft das? Wäsche? Also waschen tun wir mit der Hand, ja. Und die Wäsche hängen wir in der Toilette, hängen wir in der Dusche auf. Die Dusche haben wir noch gar nicht gezeigt, oder? Mhm. Da hängen wir dann die Wäsche auf. Du hast hier unten noch eine Heizung, einen Heizungsausgang. Das heißt, es wird dann also warm und trocknet hier und geht hier aus dem Fenster in die Feuchtigkeit raus. Feierabend. Okay. Und da ist ja kalt-warm. Kalt-warm-Dusche. Hier haben wir 220 Volt, 12 Volt. Mhm. Sag mal, ist Volumen Wasser? Was führst du damit maximal? Also laut meiner Information, aber mir hat jemand gesagt, das Auto ist neu, 280 Liter, aber ich glaube, es sind 200 Liter. 200 Liter. Also ich komme mit 100 Liter mittlerweile, weil ich mich eingeschränkt habe, über 2 Wochen aus. Ja. Das ist eine Frage, wie man sich verhält. Also wenn man sparsam duscht, das lernt man, oder? Nein, du duschst ja nicht jeden Tag. Ne? Ich meine, wenn wir in der Wüste waren und so, dann wäschst du dir halt die speziellen Stellen mit dem Waschlappen. Und dann duschen wir halt alle 3-4 Tage. Ne? Also okay. Und dann sind wir sehr sparsam im Duschen. Das heißt, also kurz Wasser, Haare waschen und dann abtrocknen und gut ist, ja. Aber du kannst nicht keine 10 Minuten drunter stellen, dann ist das Wasser auch schnell weg. Okay, das ist so. So, na? Hier ist dein Hund. Die technisch zeigen, hast du das schon gesehen? Ja, Asmonien. Also wir haben jetzt hier das Steuerbord, ja. Hier ist ja das Ganze für den 220 Volt genau, das ist jetzt gerade an. Also das heißt, ich habe jetzt gerade, hier zeigt mir das alles an, die Batteriespannung, ja, und welcher Batteriesturm, die Batterietemperatur und so weiter. Ich habe hier, das geht mir leider so. Boiler. Ja, also das ist mit dem Touchscreen, hier ist die Heizung zum Beispiel. Was hat der Stefan sowas eingebaut mit Touch mittlerweile? Aber dann scheint es ja zu funktionieren. Das funktioniert, der ja. Ich habe es jetzt getestet, funktioniert prima. Das ist für heißes Wasser, ne? Also hier kannst du dann heißes Wasser haben und das ist eben Gas und das ist, kann ich umschalten auch auf Diesel. Ne? Also und hier habe ich also die Anzeige für Batterieladestand ist es 100%, weil ich gerade am Landstrom dran bringe und dann kann ich hier einschalten, 360 Amperestunden ist jetzt gerade drin
Und Außenladung gerade null, weil wir unter Dach stehen. Und wie gesagt, 100% voll. Ja. Und dann zeigt mir es hier an, wie viel Wasser noch drin ist. Geht jetzt gerade hoch ein bisschen, aber wir stehen ja hier schon einige Zeit. Und Grauwasser, was da jetzt drin ist, ist es dementsprechend. Geht natürlich der Schalter, was kann der? Der Schalter schaltet mir hier die 220 Volt ab. Gut. Ja. Da ist noch eine Zusatzheizung, wie warst du? Hier ist auf jeden Fall die Zusatzheizung, das ist die Dieselheizung. Dieselheizung, das heißt Gas, Diesel. Du kannst Gas und Diesel, du hast immer warm eigentlich, oder? Ich habe ein redundantes System, weil es kann ja passieren, dass dir irgendeine Heizung ausfällt oder geht's Gas aus oder sonst irgendwas. Also es ist ganz wichtig, wenn du in extremen Kälte unterwegs bist und du hast keine Heizung, dann hast du einen Totalschaden. Dann frieren dir einfach die Leitungen auf und finish, ja? Das war's dann, klar. Dann kannst du die Leitungen neu legen lassen. Also das ist furchtbar. Also ist es wichtig, dass im Winter das Auto immer beheizt ist. Achso, wir reden aber hier über extreme Temperaturen. Das heißt, du kannst das Wasser ja ablassen, du könntest alles leer machen, kannst auch Winterbetrieb machen, aber... Das könnte jemand machen, ja. Ja, klar, aber das geht teilweise über Nacht, das geht so schnell, bei minus 50 Grad, wenn du da... Du warst ja schon in Regionen, wo es richtig kalt war? Ja, in Mongolei minus 50 Grad, aber da fährst du dann auch nicht mehr mit normalen Diesel und so, ne? So, mach mal schnell weiter, weil... Wir gehen mal kurz durch, dass wir das mal sehen, denn wir werden eins machen, du gehst jetzt die nächsten 3 Jahre auf Reise, du wirst berichten, wir werden eine Schalte machen zu dir, das wird ziemlich cool werden, dass wir mal ein bisschen berichten. Wichtig ist, dass ihr bitte den Kanal vom Dennis abonniert, ja, denn du hast einen YouTube-Kanal, Dennis und Tanja Katzer, müsst ihr einfach mal eingeben. Ich glaube, der läuft unter deinem Namen, Dennis Katzer, läuft der Kanal, denn Dennis und Tanja ist viel zu lang. Das hier ist noch ein kleiner Kleiderschrank, zeig mal bitte. Das ist also ein großer Kleiderschrank. Wir haben da unten noch mal Fächer unter dem Kleiderschrank, wo mein Laptop drin ist und so weiter. Hier ist dann Technik drin. Da unten haben wir dann die Bayernluft, das heißt eine ständige 20-Luftung. Kenn ich. Das ist eine geile Geschichte, das haben wir jetzt neu. Das heißt, wir haben kein Kondenswasser mehr in der Bude hier. Der kümmert sich automatisch drum für den Luftaustausch. Habe ich zu Hause? Das ist der Hammer. Ja. Das ist der absolute Hammer. Also Bayernluft heißt das. Bayernluft heißt das. Das ist, da bin ich super dankbar für das Ding. Weil du kannst natürlich auch Kondenswasser bilden hier Das geht vollautomatisch. Der misst, glaube ich, den Gehalt hier. Ist das Ding gedacht, um, ich sag mal, Kellerräume irgendwie trocken zu legen, vollautomatisch, wo Feuchtigkeit drin ist. Und irgendwann kam der Stefan auf die Idee, wir bauen das mal ein hier in das System. Es hat 2 Außenluftanschlüsse. Ich habe es zu Hause. Hast du zu Hause? Und geht vollautomatisch per Mikroprozessor. Und ist der Hammer. Es filtert sogar noch die Luft. Ja, es ist super. Und du hast also immer irgendwie, also gutes Raumklima, durch das ganze Holz. Ja. Und kein Wärmeverlust. Und kein Wärmeverlust. Ja, das ist, und kein Kälteverlust. Ein Wärmetauscher mit drin. Ich habe mir gedacht, wie das überhaupt wohl funktioniert, aber es funktioniert prima, ja. Es gibt eine App, da kann man es übrigens sehen. Zeig mal hier, was hier drin. Wir haben hier ganz unten auf, wir haben hier für schwere Gase eine Alarmsituation. Also GPL, das heißt, zum Beispiel? Ja, also klar, wenn tiefliegende Gase, die wirklich schwer sind, dann das piept übrigens sofort. Wenn wir mal Spray sprühen, dann geht es sofort ab. Ja, oder beim Kochen, wenn du kochst, ohne die Fenster aufzumachen, geht's auf. Hier ist da ist es für leichte Gase, die da oben fliegen. Du kannst mir einen Gefallen machen. Kannst die Klimaanlage mal voll aufdrehen? Kann geht ich machen. Das? Weil sonst geht mir gleich die Kamera aus. Ja, sonst geht es aus. Das ist mir auch schon passiert. So heiß. Ja, es ist wirklich heiß. Ich mach das jetzt mal. Mach mal ruhig alles, was geht. Ach, ist das geil. Mal die Lüftung, das ist eine Staukastenklimaanlage, das ist genial, oder? Mhm, auf jeden Fall. Ich glaube, ohne die wären wir jetzt verloren. Also ohne die könnten wir jetzt den Dreh hier drinnen machen. Ich glaube, das wäre einfach crazy. Ne? Mhm. Wobei dieses Kabine, muss man sagen, einfach super isoliert ist. Ne? So, jetzt weiter. Küche. Weiter. Nein, lass uns erstmal den Boden gucken. Boden. Wir dürfen jetzt vergessen. Wir haben hier. Nein, nicht weiter. Ich wollte dich nicht drängen. Es ist so, dass ich muss zurück leider. Du musst weiter, ne? Also wir haben ich muss nach Hause heute, Keller, letzter Tag. Wo man auch von außen reinladen kann. Unten drunter die Serviceklappen. Also haben wir den Keller. Und da hat die Tanja ihre Kartoffeln drin, was auch immer. Das ist, unter dem ganzen Fahrzeug gibt es hier 3 Luken. Ist kühler? Ist nicht kühler. Aber das ist, ja gut, wenn es hier oben heiß wird, wenn die Fenster zu sind, dann kann es auch kühler sein. Hier ist also die nächste Luke und das ist eine geile Geschichte. Wir haben also den Keller, also wir haben die Servicelappen, den Keller, hier das Erdgeschoss und eine Dachterrasse. Eine Dachterrasse? Ja, weil wir sitzen nämlich da oben auf dem Dach und trinken unseren Absacker. Okay, das heißt, du trinkst schon mal Alkohol? Das glaubst du aber, ich bin Biersommelier, ich trinke ab und zu Bier, ja. Okay, das ist fair. Das ist oben, was hast du geschaut? Ja, wir haben hier große Fächer für Geschirr, da hat jetzt das ganze Zeug drin mit Datteln, Mandeln und so fürs Müsli und, ne, und da das Gewürzregal, das vom Stefan. Das berühmte Gewürzregal darf ja nirgends fehlen beim Bimobil.
Wir haben die super KCT-Fenster, die einbruchsicher, nahezu einbruchsicher sind, die super isolierend sind. Die man sogar beschriften kann von außen, das ist ziemlich cool. Ja. Das geht mit Kunststofffenstern nicht. Weißt du, was geil ist an der Geschichte? Was denn? Du kannst rausgucken oder nicht rein? Keiner kann reingucken. Wir sind jetzt wirklich inkognito in dem Auto. Das finde ich toll. Also wenn wir irgendwo stehen, du kannst irgendwie immer rausgucken und keiner kann reingucken. Das ist sehr angenehm, ja. Hier haben wir das Fenster noch auf. Sollen wir es zumachen? Wird es wärmer? Ja, mach zu. Ja, okay. In der Cam. Hier sind auch Lüftungsausströmer. Das ist interessant. Denn Stefan hat dafür gesorgt, dass du wirklich eine ganz tolle Raumluft hast hier drin. Und du kommst das Dach wahrscheinlich über die Luke draußen, ne? So, genau so ist es. Hier haben wir also unser großes Bett. Ne? Also wir können hier ausklappen. Wenn du mal da runter gehst, hier haben wir also das Möglichkeit zu klappen. Und da steigen wir drauf und dann sind wir hier in unserem Bett, haben also genügend Platz und haben einen Sternengucker, so nenne ich das Ding immer. Und über diese Dachluke kommen wir raus und setzen oben auf dem Dach, ja, in 3,65 Meter Höhe. Das ist aber keine Folie, oder, drauf auf dem Dach? Nee, wir haben also Solarpanel drauf, aber genügend Platz zum Sitzen und dann können wir von oben hier die Elefanten beobachten. Die Elefanten? In Afrika. Ja, das Sternbild der Elefanten. Achso, nee, wenn du drauf sitzt, meinst du? Wenn du oben da drauf sitzt und dann Absager machst. Ne? Dachte, durch den Himmel. Ist das Schlafen hier drin schön? Ist Matratze? Das ist wunderschön, ja. Also wir schlafen hier wie die Götter. Also du bist jetzt 3 Jahre weg, richtig? 3 bis 4 Jahre haben wir jetzt geplant. Also wir werden im Herbst verschiffen nach Halifax. Und von da aus dann, also Kanada machen, vielleicht erstmal nach Florida runter, weil Tanja jetzt gerade keinen Bock hat auf Kälte. Setz dich mal hin. Ja. Face to face. Ja, und dann werden wir Nordamerika machen, Mittelamerika und Südamerika. Das ist mal der Plan, wobei ich keine Pläne mehr mache. Die letzten 3 Jahre hat mir die Corona-Situation, die Pandemie und auch der furchtbare Ukraine-Krieg natürlich die Pläne immer wieder. Ja, ich musste immer wieder anpassen, ja, immer wieder im Flow sein, immer wieder verändern. Da, weißt du, da möchte ich auch noch sagen, wir haben hier eben Normalwasser und also kalt warm und hier haben wir einen Wasserfilter, Keramikfilter, da kommt also Trinkwasser raus. Also links Trinkwasser, rechts normales. Ja, und das ist auch eine tolle Geschichte. Das kann ich bloß jedem empfehlen, geile Sache, weil ja, du hast halt immer sauberes Wasser in deinem Auto. Du brauchst keine Wasserkanister schleppen, nichts, das ist perfekt. Ja. Was mir an den Autos vom Stefan muss man auch sagen, Stefan Christner gefällt, ist dieses zeitlose Design. Also hat das immer wieder weiterentwickelt. Das Ganze ist also nicht stehen geblieben auf irgendeinem Level. Es ist wirklich zeitlos, oder? Also ich find's wirklich geil. Also erstens mal, ich finde dieses Holz toll, es ist Natur, es ist gut, es ist top verarbeitet. Ja? Ich habe jetzt Freunde zum Beispiel, die haben einen Katamaran. Und einen tollen Katamaran und da waren wir jetzt dann mehrere Tage, 2 Wochen lang in der Marina gelegen und dann haben wir die auch eingeladen, in Spanien war das, haben wir die eingeladen zu uns hier ins Auto und die fanden die Verarbeitung so geil und die haben 500.000 Euro Katamaran, ja, kannst also nicht, wir haben immer noch 2 Fenster offen. Das ist das Ding, hier hinten ballert es noch rein. Die Klima gerade mal hoch, also die... Ach, die Lüftung bleibt da automatisch? Nee, du kannst es schon hochschalten, die Lüftung. Was, du, das ist so neu, ich kann es dir nicht sagen. Das ist die neue Automatik, kommt ja, daran. Ich weiß nicht, ob das da geht. Bleibt nämlich mal, warte mal, ich habe eine Idee. Wir könnten mal gerade, ihr steht auf Entfeuchten. Jetzt gehen wir mal auf Modus Kühlen. Ja, das ist Kühlen. Jetzt wir. Und jetzt geht nämlich auch die Lüftung hoch. Ja, siehst du mal, Sven, wir brauchen bloß einen Dreh machen und ich lerne wieder von dir. So, und das ist die maximale Power. Merkst du? Das ist ein großer Unterschied. Du standst auf Entfeuchten. Dann trocknen wir noch mehr aus. Ja, klar. Ja, auf jeden Fall, geile Sache. Da haben wir, das ist ja, man, das ist jetzt nichts Besonderes, aber du hast hier halt dein Kochfeld, ne? Und hier ein Backofen direkt runter. Thetford, Duplex. Ja. Cool. Da ist Ober-Unterhitze, kannst backen. Ist das viel mehr Komfort wie vorher? Viel mehr Komfort. Also das nutzen wir auf jeden Fall. Wir nutzen den Backofen. Und der absolute Hammer ist dieser Kühlschrank. Ja, wir haben oben ein Gefrierfach. Ein Ramazzotti, wie geil. Ja. Im Gefrierfach. Und wir haben hier unten einen super großen Kühlschrank. Du kommst aus Bayern? Ich komme aus Bayern, weil du das Bier siehst. Nee, du bist aus Franken oder wo kommst du her? Ja, ich komme aus Bayern. Aber schau mal, den kannst du von 2 Seiten öffnen. Also das ist wie zu Hause. Der gleiche Komfort. Ja. Was wir neu haben auch, ist die Ledersitze. Gaucho-Leder, das ist also die Gaucho, die Farbe heißt glaube ich Gaucho-Farbcreme oder irgend sowas. Aber sehr, sehr lang, also lang anhalten. Das absolut, heißt, absolut pflegeleicht. Viel besser als Stoff.
Das heißt, also, du kannst das mit ein bisschen Wasser und so, ist es total sauber. Hell ist auch unempfindlicher als dunkel. Also das ist, ich habe zur Tante, wie sie es ausgewählt hat, gesagt, um Gottes Willen. Aber sie hatte recht und oder sie hat recht, das Ding ist perfekt und es macht auch, weißt du, das macht, das drückt den Raum nicht. Es ist also schön hell, also wunderbar. Hier oben haben wir noch so Zwangsentlüftung. Na, du kannst also, wenn du kochst und so, dann geht hier Luft rein oder raus, kannst du es abziehen. Das habe ich jetzt auf volle Pulle laufen im Augenblick und ja, das ist also auch. Kannst du die Richtung ändern, also reinblasen oder rausziehen. Okay. Na? Merkst du schon, wenn du das, merkst du, wie das zieht, wenn du das anhast? Ja, das ist, glaube ich, wenn du mal drin kochst oder so. Ja, ganz wichtig. Ganz wichtig. Auf jeden Fall. So, da ist die Küche. So, ich muss los, Dennis, wir werden ganz toll über euch berichten. Das heißt, es wird losgehen, wenn du sagst Herbst. Was heißt Herbst? Ich kann es noch nicht sagen. Das ist August, September irgendwann. Ich kümmere mich jetzt um die Verschiffung. Dauert 6 Wochen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das dauert 2 Wochen. Du musst das Auto nach Hamburg bringen und dann steht es vielleicht in Hamburg eine Woche, kommt aufs Schiff. Und Das Schiff fährt eine Woche nach Halifax? Ich denke mal, ist eine Halifax Woche. Ist wo? Ist Kanada. Kanada. Ja, genau. Und dann schauen wir mal. Also dann müssen wir leider Gottes nach Kanada fliegen, weil wir wären ganz gerne aufs Schiff mit dabei. Aber wegen Corona darfst du nicht mit aufs Schiff. Also das erst 2023 hatten wir uns gesagt. So, du kannst vorne abschließen. Das ist eigentlich auch sehr interessant. Weil wenn du das Auto verschiffst, dann willst du ja nicht, dass irgendjemand, der das Auto fährt, auf deinem Schiff da in den Innenraum reingeht. Ist ein echtes Problem. Also bei Verschiffungen wird immer wieder geklaut. Nach Halifax sind die Chancen, vielleicht bei 2-3%. Nach Südamerika sind entschieden höher. Lag damals 1-2, habe ich mal gehört. Okay, ich will da keinen schocken. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass man hier, die Tür ist komplett isoliert, dass man das zumacht und absperren kann. Dann hast du eine Kabine, die ist also abgeschlossen. Und wenn da jemand rein will, dann ist es schwierig. Aufbrechen. Er muss es aufbrechen. Ja, ja. Okay. Und deswegen, wir müssen unser Zeugs hier reintun in die Kabine. Also wir können das Internet. Nicht. Du kannst so die wichtigsten Sachen mit dem Flugzeug mitnehmen, einen Koffer. Kamera, Laptop und solche Sachen werden wir mitnehmen. Also das wird hier nicht drin sein, aber alles andere ist hier drin. Ist der Zoll, wenn du reingehst, gucken die, was drin ist? Also was du mitnimmst? Ich denke, das kann passieren, ja. Das heißt, du musst da drüben nochmal einkaufen dann. Also Lebensmittel ist absolut verboten. Also Lebensmittel darfst du schon mal nicht mitnehmen. Mhm. Ja, ansonsten denke ich mal, wenn es deine persönlichen Sachen sind. Sag mal, wenn du jetzt länger drüben bist, brauchst du ein Visum, oder? Ja. Und wie machst du das? Und das ist der Punkt, da werde ich mich jetzt drum kümmern. Es geht darum, kann ich jetzt ein halbes Jahr bleiben, kann ich hier bleiben, muss ich Borderhopping machen, das heißt aus Amerika raus nach Kanada. Ist es so, dass ich also ein halbes Jahr draußen sein muss, bevor ich wieder rein darf und. Also da ist schon einiges zu tun. Es ist viel komplizierter und komplexer, als wenn du mit dem Rucksack um die Welt reist. So, ja. Sehr schön, zumal ich schon wilde Geschichten gehört habe, wenn du zum Beispiel in Amerika einreist und nicht weißt, wann du ausreist. Die fragen dich immer nach dem Rückflugticket. Kennst du das? Das kenne ich auf jeden Fall, klar. Ja, ja, klar, weil die sagen dann, wann fliegen sie denn zurück? Und wenn du sagst, naja, ich fliege da hin für irgendwas, also da muss ich erkundigen, oder? Da muss ich mich erkundigen. Natürlich ist es so, wenn ich habe ja einen Landweg nach Amerika. Das heißt, ich reise ja nach Kanada ein und komme über Land nach Amerika. Also das ist schon mal eine gute Geschichte. Mhm, ja? Okay. So, Dennis Katzer. Es wird losgehen dieses Jahr, im Jahr 2022, nach der fürchterlichen Pandemie. Ja. Und die Frage ist, was mich sehr interessieren würde, wie viele die Leute vom Ukraine-Krieg da drüben mitbekommen haben, in Kanada und Amerika, weil es ist ja doch weit weg. Ja. Die kriegen das ja schon mit. Ja. Aber ob das wirklich so Alltagsgeschäft ist, weil ich habe gemerkt, wenn irgendwelche Kriege irgendwo, was weiß ich, in Thailand sind und so, oder die Tagesschau darüber berichtet, dann ist das weit weg. Du denkst, okay, ist da Krieg da unten, aber ist ja weit weg. Ja, aber ich kann mir vorstellen, Leute in Kanada, dass die das genauso sehen, dass die sagen, okay, ist ja noch weit weg von uns, oder? Ich denke mal, dass die relaxer sind als die Europäer, ne, diesbezüglich. Aber wir wissen ja, welches Potenzial der Krieg hat. Also wenn der sich entwickelt, dann ist da keiner mehr sicher auf dieser Welt. Aber wir gehen mal davon aus, dass es nicht entwickelt. Also ich bin ein positiv denkender Mensch. Ist das für dich auch so eine kleine Exit-Strategie, dass du sagst, du kannst auch mal entfliehen, wenn es irgendwo schlimm wird in der Region, mit so einem Reisemobil? Ja, wenn sie dich nicht rauslassen. Also wenn du es rechtzeitig erkennst, das ist immer der Punkt, du musst es rechtzeitig erkennen. Also wenn wir, wie die Australier sagen, shit hits the fan, also das heißt ja nichts anderes. Was, shit hits the fan? Das ist so eine Aussage in Australien, das heißt also übersetzt, die Scheiße kommt in den Ventilator und, puff, ne, und spritzt dir ins Gesicht. Also das ist eine australische Aussage, dann ist es zu spät. Also das ist nämlich immer wichtig, vorausschauend zu handeln und wer will schon wissen... Shit hits the fan, ja, das ist ein geiler Spruch. Ja, ja. Komm, ich zeig dich nochmal, setz dich mal rein, dass wir das Ganze sehen. Das ist Dennis Katzer in seinem Lieblingsbereich abends beim Bier auf dem
Dach, wenn er dann sitzen, die Sterne, was auch immer du gucken wirst. Du wirst auf jeden Fall berichten, jeden Tag? Nee, also jeden Tag werde ich nicht schaffen. Also wir haben ja, wir machen ja Instagram. Bilder jeden Tag? Wir machen Instagram zweimal in der Woche, machen Facebook zweimal in der Woche. Wir haben einen Podcast und wir haben einen YouTube-Kanal. Also wir sind damit sehr beschäftigt und auf Webseite werde ich fast jeden Tag berichten. Und daraus würde ein Buch entstehen und hier sitze ich also auch nicht, um mal ein bisschen zu trinken, sondern ich sitze hier auch sehr häufig, um zu arbeiten. Ja, ist klar. So, Abenteuer Allrad, hier ist es, trotzdem werden wir viel berichten, aber ich denke, es wird auch mal ein bisschen Zeit sein, um mal ein Bier zu trinken, so ist das ja. Wenn genau. Du bist woher, wo bist du her, aus welchem Landesteil? Ich komme aus Franken. Hab ich doch gesagt? Mittelfranken. Ja, klar, Mittelfranken. Ja, genau, sorry, ich habe vorhin nicht geregelt. Mittelfranken, ja, aus der Nürnberger Region. Sehr schön. Tschüss Dennis. Ciao. Und Gruß an Tanja, die werden wir nochmal sehen. Tschüssi. Ciao. Ciao. Achso, bitte sagen, abonniert German Television. Achso, na klar, also ich meine, unbedingt abonniert German Television. Nee, ja? nicht so affektiert, sagt das nett. Also unbedingt. Tschüss, danke. Abonniert German Television.